Guten Morgen, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und habt euch über eure Geschenke gefreut. Ich mache ein kurzes Update. Erstens zu Decentraland. Ich habe jetzt 5 Landstücke gewonnen, kommen vielleicht noch ein paar dazu und die Auktion ist in paar Tagen wahrscheinlich zu Ende. Und sehr spannend, also ich glaube, in maximal einer Woche noch, dann ist diese Auktion zu Ende und sind fast alle Landstücke vergriffen und ich bin froh, dass ich überhaupt denn was bekommen habe. Ja, und mir reichen diese 5. Es sind nicht die besten Plätze. Am Anfang hätte ich bessere gehabt, aber die wurden alle überboten. Ich habe zum Beispiel den hier, der ist nicht komplett an der Straße. Ja, und das wird sich dann zeigen, was. Oh, was waren hier? Da war irgendwas mit 1000. 1000 Manner, irgendwas. Wo waren das? Das hätte ich mir noch holen können. Hahaha. Schau, ich habe zum Beispiel das hier für 1250 bekommen, während das hier daneben. Okay, kostet auch 1250. Und dann habe ich hier unten noch eins irgendwo. 1250. Ja, die kosten alle gleich. Na gut, trotzdem, ich habe sie. Und Wahnsinn, dass das alles schon weg ist. Unglaublich. Genau, das ist das eine. Und zum anderen komme ich zum Shop. Und im Shop kann man, also zum danieljeder.com, dann kann man auf den Shop klicken und der heißt jetzt theprince.me. Und dann kann man sich dort Autogrammkarte oder Poster kaufen. Es wird noch andere spirituelle, Produkte geben. Auch Dienstleistungen, vielleicht, die ich rein tue, die man sich dann dort kaufen kann. Und das ist jetzt mal so die allererste Version. Kann man per PayPal dann bestellen. Autogrammkarte mit spirituellem Spruch auf der Rückseite. Bekomme eine Autogrammkarte mit Goldedding signiert und einem spirituellen Spruch, den Daniel spontan auf die Rückseite schreibt. Einige von euch kennen das ja schon. 14, 15 haben sowas kostenlose Karte bekommen. Und dann hier mit Goldfarbe signiertes Poster von Daniel. Das schreibe ich auch. Noch einen spirituellen Spruch dahinter. Das habe ich jetzt hier nicht draufgeschrieben. Das mache ich dann auch noch. Aber auf alle Fälle signiert das Poster. Und kommt auch vielleicht mal ein neues Bild, ein neues Poster dann dazu. Schauen wir mal. Und was ich nämlich machen möchte, ich möchte auch spirituelle Produkte haben, die man sich dann holen kann. Und da werde ich auch Mantras mit denen machen oder so. Und das ist das ASMR-Shopping für heute. Eigentlich super kurz. Und dann gehe ich frühstücken. Habe ich schon was gefrühstückt? Nee, nicht. Doch, eine Banane um 6 Uhr morgens. Ich war sehr früh wach. Ja. Dann bis bald.